Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Wir haben einen geheimen Raum entdeckt. Yeah, so geheim war der nicht, aber ein bisschen. Oh, guck mal hier. Undefeated. Grind soon. Ein Skateboard. Das sehe ich ganz eindeutig als Deadly Premonition 2 Referenz. Und The Valley da oben ist eine Resident Evil 8 Referenz. Und die anderen beiden... Da, warte mal, wirklich, dieses... Ist es wirklich The Hills Have Eyes oder so? Ach, Moment mal, sind das echte Filme? Ich bleib dabei. Nee, Quatsch, ich glaube nicht wirklich. Nur für den Fall, dass das... Es ist ja immer so eine Sache mit, ne, keine Ahnung. Nur für den Fall, dass man das falsch verstehen würde. Ich... Ich glaube nicht wirklich, dass das eine Referenz an Resident Evil und Deadly Premonition war, aber für mich ist es eine. Oh, ein Pistolenholster. Cool. Dann können wir jetzt beide Pistolen im Schnellauswahl-Dingens haben. Das ist gut. Und ein Brief. Falls jemand diesen Zettel findet. Meine Frau Paige wartet im alten Konferenzraum Ecke Pike. Das ist scheiße. Ja, da waren wir nämlich schon. Oh nein, da waren wir. Das ist er. Beide sind jetzt tot. Konferenzraum Ecke Pike und Convention auf mich, direkt über dem Pub. Bitte bringen Sie ihr die Medikamente. Sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gegangen, aber habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum werden, oder? Mir wird langsam kalt. Durchgestrichen? Ich habe so viel Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Dahinter dann? Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Wickers. Tja, traurig. Wirklich eine traurige Geschichte. Weil... Ja. Die haben wir getroffen schon. Die ist auch tot. Alle tot. Das Spiel will einfach nur, dass es einem schlecht geht. Ununterbrochen will das Spiel einem einfach nur... Dass es einem schlecht geht. Ich glaube, da muss ich lang, ne? Dann gehe ich noch mal kurz in die Richtung. Die oberste... Ja, ich weiß, das ist Absicht. Die oberste Regel in Spielen, in denen man looten kann, in denen es versteckte Sachen gibt, ist immer... Wenn du weißt, wo es lang geht, geh erst überall anders hin. Deswegen mag ich das, wenn Spieler einem klar kommunizieren, wo man lang gehen muss. Ich hasse es, wenn ich mich eigentlich umsehen will, gehe versehentlich den richtigen Weg und kann dann nicht mehr umdrehen. Was soll denn das? Fedra Krankenhaus Notfallzentrum. Fedra klingt auch wie so ein... Ich glaube, ich passe durch. Kinder-Cartoon-Bösewicht. Wir sind Fedra. Isaac plant etwas. Ich verrate es dir. Nur. Bitte. Sie sind voller Sünde. Ich wollte das nicht. Befreit sie. Ah! Zwei auf einen Streich. Im Grunde keine Spur von ihr. Theoretisch drei, aber für den einen Jagd. Kann ich nichts. Schnappt sie euch. Ich glaube nicht. Ich glaube, es kam von ganz woanders. Sie gehört anscheinend nicht zu ihrer Truppe. Mag sein. Ah.
Pfeil und Bogen sind einfach so fucking mächtig. Ich glaube, da kannst du lang pfeifen. Oh doch, da antwortet noch wer. Okay. Fick dich. Nö, meine Axt ist noch nagelneu. Dann nehme ich keine alte Sichel dafür. Wenn man das Pfeif-Alphabet von denen lernen würde, könnte man die voll in die Irre führen. Das ist der Nachteil von dem Pfeif-Alphabet. Die Stimmen würde man noch erkennen, wenn plötzlich eine fremde Stimme ruft, Hallo, hier müssen wir da lang gehen. Dann denken sich alle, Moment mal, da stimmt was nicht. Aber wenn irgend so ein Pfiff kommt, Pfiffe sind relativ anonym. Oder meint ihr, die können Pfiffe unterscheiden? Ich meine, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man Menschen am Pfeifen erkennen kann, wenn man die sehr viel pfeifen hört. Aber ich glaub's nicht. Aber was weiß ich, ich bin kein Pfeifologe. Irgendwo hat mich gerade jemand gesehen. Ich sehe niemanden, höre niemanden, riech niemanden. Ob es irgendwann mal noch, ob das noch kommt? Ich glaube, das kommt als allerletztes in der Entwicklung von interaktiven Medien. Wenn man wirklich nicht mehr weiß, was man noch machen soll, dann kommt Geruchsmechaniken. Und dann kommen irgendwelche Spiele, die damit werben, dass sie ultra eklig sind. Es gab doch auch für Resident Evil 7 diese Kerze, diese Duftkerze, die nach Leder, Holz und Blut riechen sollte. Ich habe die nie probiert, keine Ahnung, aber sowas kommt vielleicht noch, ne? Oh, da sind viele, mehrere. Nicht viele, aber mindestens zwei. Oh, nicht gut. Oh ja, den Hammer nehmen wir. Ne, warte mal. Unsere Axt ist besser als der Hammer. Hat noch viel mehr Anwendungen. Ich bleib bei der Axt. Muss mal nahkämpfen, glaube ich. Ah, wo ist jetzt die andere Person hin? Die ist wieder verschwunden. Ah, über mir. Okay. Wo ist denn jetzt hin? Ich höre sie doch. Ich höre sie mit meinen echten Ohren. Warum hört Ellie sie nicht mit ihren Superohren da unten? Geht's jetzt wieder runter? Ist jetzt wieder unten? Wisst ihr was? Ich glaube, die hat Glück, weil ich habe keinen Bock mehr, da hinterher zu laufen. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Ich hoffe, die fällt mir nicht nachher in den Rücken. Aber jetzt, fürs Erste, gehen wir einfach weiter. Oh. Hinter dem Auto! Nein! Aber ist das nicht gut, dass er das sagen kann? Oh shit. Dass er weiß, was ein, dass die KI weiß, was ein Auto ist, quasi. Finde ich schon faszinierend. Oh.
Komm schon. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Na gut, der war wirklich daneben. Also wirklich, ich hasse dieses Gewehr. Die immer mit ihrem roten Edding. Wenn sie immer die Leute anmalt damit. Weiß gar nicht, was das soll. So haben wir sie nicht erzogen. Achso, Mist, ich dachte, ich habe Gewehrmunition gefunden. Also für das richtige Gewehr, nicht das nutzlose Kackgewehr, das ich hier habe. Wo denn? Wo sieht mich denn da jemand? Ah, da hinten. Scheiße. War's das? Diese Leute sind völlig durchgeknallt. Tommy, ich hoffe, bei dir läuft's besser. Also, ich meine, eigentlich läuft bei uns ziemlich gut. Du kannst dich echt nicht beschweren, Ellie. Du bist eine Ein-Mann-Super-Terminator-Killer-Maschine. Du könntest dein Talent eigentlich nutzen, um die Welt zu retten. Stattdessen gehst du hier auf so einen blöden Rachefeldzug. Ich meine, man kann kein Heilmittel mehr aus deiner Immunität machen, aber es ist immer noch eine ziemlich nützliche Superheldenfähigkeit, die du da hast. Du und ein kleines Elite-Team könntet im Grunde die Welt komplett befreien von Pilzen. Die Welt zurückerobern. Ich sage ja nur, ist nur ein Vorschlag, Ellie. Ich schreibe dir ja nichts vor oder so, ich meine nur... könntest. So, jetzt ist natürlich die große Frage, was nun? Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe jetzt, während ich mich hier durch das Gebiet gekämpft habe, natürlich jede letzte Orientierung verloren. Aber ich habe mich schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung hier vorgekämpft, oder? Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo lang. Oh, ich höre noch mehr. Infizierte? Nee. Ich hab's mir schon gedacht. Ich dachte schon, ich wäre Infizierte. Noch mehr davon. Wo kommen die nur her? Es ist still. Ich nach versprengten Ausschau. Das wollte ich nicht. Es ist still. Batsch! Jetzt nicht mehr. Viele gefallene Wolves heute. Aber ihre Anzahl macht mir Sorgen. Sie versammeln sich. Ruhig. Unsere Späher haben sie im Auge. Sie ist da was? Es ist nicht leicht, aus dem hohen Gras rauszuschießen. Na, außer jetzt vielleicht. Alles genau absuchen. Los! Wir sind nicht allein. Sehr leicht. Wolf! Lass ihn los, Teufel! Abschau! Okay. Was ist das? Ellie, sag deinen Spruch. Ich glaube, das war's. Danke. Was ist jetzt dieses scheiß Krankenhaus? Was ist dieses scheiß Krankenhaus?
Müssen wir da jetzt hin, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Aber von hier kamen die Gegner. Aber ich kann hier nicht hochspringen, oder? Nee. Hier rein? Nee. Ich glaube nicht. Vielleicht doch darüber. Ah ja. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ah, ich verstehe, glaube ich jetzt. Da muss ich lang. Und links und rechts sind kleine Läden, in denen wir uns umschauen können. Okay, cool. Machen wir das. Umschauen ist immer gut. Merci. Bitteschön. Mache ich doch gerne. Ellie, du hast eine Pistole in der Hand. Ich möchte ja nur... Dreckiger Scheißkerl! Hab dich, mieser Wichser! Oh, komm schon! Das gibt's ja nicht. Ich kann nirgends in Deckung gehen. Oh, kommt schon. Ihr gebt mir auf die Nerven. Ihr seid selber schuld, Leute, für das, was jetzt passiert. Oh, der da hinten hat's ausgemacht. Der da hinten hat sein Feuer ausgemacht. Der Sturm tobt unermüdlich. Doch sie führt uns durch die Raum. Tja, krass. Scheiße nochmal. Okay, aber das heißt, hier geht's weiter. Dann gehen wir aber nochmal raus. Nee, Ellie, nicht Krankenhaus. So schlecht geht's dir auch wieder nicht. Wir müssen doch schauen, ob es hier noch was zu looten gibt. Aber es sieht so aus, als wäre hier eh nichts mehr sonst. Na gut, du hast gewonnen, Ellie. Dann gehen wir ins Krankenhaus. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwelche Snacks gibt. Ah, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, na, hier in diesem Modeschmuckgeschäft oder so werden wir keine Snacks finden. Aber nix da. Snack. Snack. Also ein Snack für unsere Schrotflinte zumindest. Bin auch nur einer. Cool. Sind wir auch wieder einigermaßen gut geheilt. Einigermaßen. Hier willst du mir erklären, dass in den Flaschen hier kein Spiritus oder brennbares Reinigungsmittel oder sowas drin ist. Naja, kann schon sein. Aber cool wär's. So, was passiert jetzt wieder? Nix. Diesmal war es wirklich nur eine versteckte Ladezeit. Ohne Hand, die uns greift, ohne Zombie, die uns attackiert, ohne something, something. Irgendwas, bla bla.
Ha, ob wir da nach oben müssen oder ob es da unten weitergeht. Warte mal, da unten geht es auch nur eine Treppe nach oben, ne? Naja, dann gehen wir mal hier lang. Oh, ein Survival-Handbuch. Yes! Blätter ich mal durch. Blätter das mal durch, Ellie. Weil dadurch erhalten wir einen neuen Skill-Tree. Ups. Ja, yeah. Oh, Sprengpfeile. Yeah, endlich mal ein Skill-Tree, der mir gefällt. Dammit, mehr Sprengpower, mehr von allem. Jetzt muss ich dringend ganz viel Tabletten finden, Ellie. Wir brauchen Tabletten. Warte mal, habe ich genug schon? Ich habe genug. Ich habe gar nicht so wenig. Fertige Pfeile mit exklusiven Spitzen an, die in einem großen Umkreis schweren Schaden verursachen. Ja, hell yeah. Ferne Sprengfallen an größere und tödlich. 50% Sprengradius für die Minen. Auch nicht schlecht, nehmen wir. 50% Flammeladius. Flammeladius. Das klingt wie Jodeln. Flammeladius. Ne, nicht wirklich. Flammelalala. Ne, ich kann nicht jodeln. Okay. Erhöht die Effektivität. Sprengfalle. Okay. Und? Effektivität. Okay, mehr Pfeile craften und so. Finde ich gut. Finde ich gut. Sprengpfeile. Das sind jetzt normale Pfeile. Und jetzt sind Sprengpfeile. Ich habe keine Sprengpfeile. Das ist aber wahrscheinlich das letzte Rezept, das wir mit Ellie kriegen, oder? Uiuiuiui. Wieder ein Rezept, für das wir Klebeband brauchen. Man braucht einfach für alles Klebeband. Das ist furchtbar. Naja, trotzdem cool, oder? Sehr gut. So, Leute. Hier machen wir jetzt aber mal Schluss für heute. Und morgen geht's dann genau hier weiter. Adieu, auf Wiedersehen, bis dann. Ciao.